Erreichen Sie mindestens Platz 7 Ihres Teams nach verursachten Schaden. Ja, das war gerade nichts mit dem FV, obwohl eigentlich der ja auch prädestiniert dafür ist. Was habe ich hier eigentlich für eine Tarnung drauf? Dekore und sowas. Es ist ein lustiger Spielkram, aber ganz ehrlich, nein, danke. Ich habe ja auch nur noch diese Kartoffelskins drauf. Naja, lassen wir es mal so. Schließen. Gucken wir mal, was das wird. Einfach mal ein paar Runden Super Conqueror fahren, weil ich die Briten jetzt voll habe. Und ich gehört habe, der soll ganz gut sein. Normalerweise, jetzt ganz ehrlich, wäre keine Arti im Spiel, würde ich sogar eventuell überlegen, links zu fahren. Dort mit meinem Turm und allem arbeiten. Aber da ich jetzt keinen Bock drauf habe, 4 Schüsse hintereinander von 2 Artis auf den Deckel zu kriegen, werde ich wahrscheinlich rechts fahren. Ich werde auch Gold laden. Ich habe gehört, das soll man so machen, wenn man Super Conqueror fährt. Und dann einfach sagen, es ist CW-Setup. Macht unser TVP dort in der Mitte. Uff, links sieht ja auch geil aus. Ein IR-7. Schade. Also ich fahre da jetzt auch nicht allein in die Stadt so, ne? Also, nur mal so. Der hat gesessen. Und da kommen sie schon. Also schon mal hier in die Ecke bereit machen zur Basisverteidigung. Gucken, von wo kann ich am besten schießen. Ohne dass ich da Probleme bekomme. Naja, ich muss jetzt mal aktiv werden hier. Hä, wo hat er denn da jetzt drauf geschossen? Zauberei? Also es macht... Ist natürlich jetzt ein schwieriger Move vom Gegner. Entweder, also sie müssen da jetzt entweder reindrücken. Also... Ja, normalerweise müssen wir jetzt wieder gegendrücken und die da, also unten links auf alle Fälle auseinanderreißen. Weil bevor die von oben rechts uns wiederum in den Rücken fallen. Also jetzt eigentlich taktisch gesehen der Gegenangriff.
Weil das, was wir jetzt, das Team jetzt hier macht, dauert auch wieder alles zu lange. Dann kann sich der Gegner nur drauf einstellen und alles. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Nö. Ich hab gesehen, dass du da stehst. Nicht mit mir. Hä? Ach. So kann so ein Gefecht nämlich die ganze Zeit hin und her gehen, ne? So von den Flanken auch. Erst mehr rechts, dann mehr links. Mann, fahrt da jetzt rüber, ey. Ich fange mir nicht ein, damit ihr da rumstehen könnt. Und er flitzt durch. Fahr, Junge. Sascha Gara? Hört sich an wie Sahara. Ja, das da unten müssen die anderen machen, also. Und der EBR müsste jetzt am Wasser lang fahren unten, um tief zu fahren und dann die dort oben aufmachen, damit wir feuern können. Wieso fahren die jetzt durch? Sind die alle vom Gegner jetzt dadurch auf unsere Seite geballert oder was? Okay. Also ich habe jetzt prinzipiell mehr Lust, hier stehen zu bleiben und zu cappen. Um auf Nummer sicher zu gehen. Sieht gerade nicht so prickelnd da aus. Was macht denn die Arti da unten auf dem Minimap? Hat die jetzt versucht, den zu rammen oder was? Ja, was klingelst du denn da? Guck mal, was ihr da unten treibt. Prinzipiell sterben da erstmal alle von uns, bevor hier irgendwas passiert. Nee. Also grundsätzlich habe ich da jetzt mehr Angst, dass unsere Leute noch rausgeschossen werden und wir am Ende verlieren. Aber vom Schaden, ja, war ich nicht unter Platz, unter den Platz 7. Mal eine Runde Arti. Die Britentage. Britische Tage? Klingt alles seltsam. Natürlich Charkov. Ich hoffe, dass hier ein paar Leute links fahren.
Mal angeklopft, ja? Normalerweise ist die Nachladezeit ja auch noch ein ordentliches Stück höher, aber ich habe hier Zusatzrationen drin. Bei Fahrzeugen mit wirklich hoher Nachladezeit ist das lohnenswert. Natürlich auch geldintensiv, aber halt lohnenswert. Auf. Holy fuck. Wer hat den jetzt zerschossen? Gutes. Dankeschön. Ja, die Arti kümmert sich lieber um unseren AFK-Scout. Weil, ja, gibt Punkte. Zu 2 sieht eigentlich der Leitmuster weg. Uff. Wenn die da rechts jetzt Gas geben und uns links helfen, dann haben wir eine sehr gute Chance. Er wartet doch da. Ich gebe einen Schuss ab. Ha! Uff! 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 Da hat's Boom gemacht. Ging das auf meine Kappe? Nee, ich habe nur 187. Aber er kann mir doch jetzt keiner sagen, das Munilager habe ich ihm doch mitbeschädigt, oder was? Schuss und trotzdem bewegen. Links ist mir zu dünn, ehrlich. Wenn die da jetzt Angriff machen würden, mit den Säbeln rasseln, mit den Rasseln Säbeln, dann, bin ich hier weg. Von daher macht es durchaus vielleicht Sinn, die Reload-Zeit effektiv zu nutzen, um mich ein Stück weit rechts zu verlegen. So. Das Schöne bei der Gun Carrier ist ja nun mal, hier ist was kaputt gegangen, glaube ich. Der hohe Einschusswinkel. Ich brauche halt nur ein Ziel. Oh, das machen die jetzt. Das macht er jetzt natürlich clever. Der kann unten den Graben natürlich perfekt nutzen, um lang zu fahren und die Leute aufzumachen. Oh, da oben haben wir was. Dass der Kreis immer so weit auseinander geht. Nein! Oder? Oh ja, nice. Schnappt ihn euch. Und alle verballern. Der hat einmal gehustet.
Der große hier. Ah, der bewegt sich natürlich jetzt. Ach. Was haben wir noch? Die zwei Mediums? Ah, der Yachtpanzer kriegt es jetzt aus allen Ecken. Lohnt sich ein Schuss? Fahr nach vorne, fahr nach vorne, fahr nach vorne, nicht nach hinten. Ach, Mano! Mano. Ja, die Reload-Zeit. Instant Repair. Wo will er hin? Wo will er hin? Er will gar nicht nach vorne. Okay. Ah, da will er hin, da will er hin, da will er hin. Komm, schlag rein! Es ist halt als Art, die musst du immer so ein bisschen gucken. Komm, gib ihm in die Seite. Genau. Ich habe ihn schön gekettet. So wirklich predicten halt, so wirklich, den Gegner versuchen zu deuten. Und jetzt seht ihr, komme ich schon gar nicht mehr ran da hinten. Denn durch die hohe Einschusskurve ergibt sich auch eine geringere Reichweite. Selbst als Zehner. Ja, und FV bumps. Ja. Aber hey. Gewonnen. Epische Belohnung erhalten. Für eine Reihe abgeschlossener Tagesaufträge. Was ist das hier schon wieder? So ein universelles Handbuch? Und Taschengeld. Zerstören Sie 3 Fahrzeuge in einem Gefecht. Okay. 3 Fahrzeuge in einem Gefecht. Steht ja nicht. Mit was für einer Art Fahrzeug? Ich glaube nicht, dass das irgendwie fahrzeuggebunden ist oder so. Oder? Kann man da nicht raufgehen? Doch. Zerstören Sie 3 Gegnerfahrzeuge in einem Gefecht, ja. Aber steht nicht irgendwie Tierstufe XYZ. Heißt. Wir können mal wieder ein bisschen scouten fahren. Okay. 8. Runde. Stutzianki. Geht schlimmer. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der YOLO in die Mitte rasselt dort. Also hier so in die Region. Bin eher so der Typ, der versucht im ersten Moment den Gegner-Scout zu spotten, dass der rauskommt. Danach kann man immer noch sehr geil arbeiten. Die Tierstufe auf alle Fälle könnte mir in die Karten spielen, wenn es darum geht, Fahrzeuge zu spotten, beziehungsweise zu zerstören.
Guck, guck. Ach, kommt schon, Leute, ehrlich. Der muss sterben. Oh Gott. Ja, komm, 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 gib ihm, gib ihm, gib ihm. Uff. Really? Geil. Ist natürlich auch geil, dass die Gegner so an mich rangelassen werden. Was hat mich da jetzt alles getroffen so schnell? Dreimal der E25? Puh. Der SPNC muss da raus. Der musste raus. So, dann würde ich mal sagen, fahren wir mal los, Spaß haben. E25 ist dann noch. Mal gucken. Entweder wird das ein Reinfall oder Spaß. Es wird... Uff. Fast ein Reinfall. Das war knapp. In welche Richtung guckt sie? Wahrscheinlich in meine. Nicht töten. Lass sie mich töten. So, da haben wir unsere drei Kills. Was ist noch am Leben? Der Komet hier rechts von mir. Oh, kriegen wir hin. Hallo, nicht töten lassen. Was machst du da jetzt? Ach, komm schon, really? Dieser Moment, wo man dann einfach immer mehr will. Hey, aber man muss ja sagen, ich hab's nicht verlernt. Ich weiß noch, wo WASD ist. Also, es geht. Blaupausenfragmente habe ich gekriegt. Ach so, das war das. Blaupausenfragmente nehme ich immer gerne. Also, hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, dass es euch mal wieder gefallen hat. Wenn ja, teilt gerne meinen Content, liked ihn und schaut euch gerne die anderen Videos hier bei mir auf dem Kanal an. Habt ihr Fragen oder irgendwelche Ideen, dann immer rein in die Kommentare damit. Jede Form der Unterstützung hilft mir. Also bis zum nächsten Mal.